Die Bilder entstanden am 26. April 1986. Ich erinnere mich ziemlich gut daran. Ich hatte einen dienstlichen Termin in Berlin und hatte einen halben Tag Zeit und wusste eigentlich bei dem schlechten Wetter nichts Richtiges anzufangen und bin dann entlang der Mauer gelaufen, die in relativer Nähe zu meinem Hotel lag, und sah dann auf einmal diese, ja, für damalige Zeit doch relativ neue Street Art. Graffitis in dieser Form hatte ich also zumindest in Bonn noch nicht gesehen, wo ich gelebt habe und gearbeitet habe. Und zunächst mal war es die Faszination für die Bilder. Die ersten Fotos, die ich dann gemacht habe, haben sich auch sehr konzentriert auf diese doch sehr bunten Bilder, die also von Boucher und Noir gemacht worden sind, die auch durch ihre Mauerkunst berühmt geworden sind. Aber je länger ich an der Mauer entlang gelaufen bin, desto mehr habe ich dann auch festgestellt, es gibt politische Botschaften oder auch menschliche Botschaften, die also an der Mauer verewigt waren, und das hat mich einfach angesprochen. Dann habe ich es fotografiert. Ja, und dann kommt die traurige Seite der Geschichte. Ich kam nach Hause, habe die in mein Archiv gepackt und habe sie vergessen. Und als dann 10 Jahre Mauerjubiläum gefeiert wurde, dachte ich, Moment mal, du hast doch auch Bilder gemacht von der Mauer. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn nochmal jetzt so ein Erlebnis kommt, dann muss ich meine Bilder hervorkramen. Ich habe gesucht und habe dann auch gefunden und habe dann also zum 20-jährigen Mauerjubiläum eine Ausstellung konzipiert dazu. Und jetzt haben wir 30 Jahre Mauerfall und jetzt kommen die Bilder nochmal. Mittlerweile ist es ja so, dass wir eine Generation haben, die den Mauerfall gar nicht erlebt hat. Also jeder, der älter ist als 15, aber jünger ist als 40, der kann mit dem Thema nicht so richtig was anfangen in der Einordnung. Und deswegen finde ich, ist es ganz gut, als ein Aufhänger für eine Diskussion über das, was damals war in der deutschen Teilung. Ich sehe das in der Diskussion mit meinen Enkelkindern. Die können sich überhaupt nichts darunter vorstellen. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass man darüber redet.